Naja, wir haben es ja nicht in der Hand, wie überregionale Medien über uns schreiben. Und natürlich sind wir für eine Zeitung aus München, Berlin oder Hamburg eher provinziell gelegen. Und da guckt man dann auch schon mal das ein oder andere etwas verächtlich drauf. Ich finde es trotzdem unfair und auch uns nicht angemessen, wenn man glaubt, Landräte oder Oberbürgermeister von Osnabrück dürften sich so verhalten, hier sei das normal oder wie auch immer. Das finde ich unglücklich und die Osnabrücker werden damit insgesamt in ein schlechtes Licht gestellt. Aber das ist für mich kein Anlass, einen Imagewechsel zu fordern, weil wir als Stadt, das wissen wir, einen guten Ruf haben. Wir haben ein gutes Profil als Friedensstadt. Wir sind eine attraktive Einkaufsstadt. Also man kann nun wirklich nicht sagen, dass wir ein Imageproblem haben. Dieses haben wir eigentlich eher in den Augen derer, die sehr weit weg sind und uns nicht kennen.